Die Fleckenpaste, unser Pasta Clean, unser ältestes Produkt aus der Linie Pasta Clean. Weil Flecken, Katja, ne, da können wir, glaube ich, ganze Bücher schreiben. Da drehst du dich rum, da ist einer da. Genau. Und dann weißt du gar nicht, was es ist, obwohl hier manchmal schon. Ja, Spaghetti, Tomatensauce. Genau. Aber Rotkohl oder rote Beete, ne, das sieht ja alles fast ähnlich aus. Du weißt gar nicht, ist es Fett, ist es Öl, ist es Schmier, da kommst du heim und hast ein Fleckchen. So, und die Tube, mit einer Tube, sie bekommen ja 3 Stück, machen sie 150 Flecken raus und sie lesen es gerade. Teppiche, Polstermöbel, Autositze, ne? Natürlich auch Felgen. Es beschränkt sich nicht nur auf die Kleidung. Gardinen, sie machen Mieterwäsche, Unterwäsche. Wenn die weiß ist, vergilbt, verkraut, ne? Machen sie strahlend weiß. Das ist immer ein richtiger Wow-Effekt. Sie gehen aber auch über Teppichböden. Wenn sie Haustiere haben, ist die Fleckenpaste sozusagen auch ein Muss. Sie können den ganzen Teppich reinigen oder punktuell Fleckchen rausmachen. Bitte, bevor sie reinigen, eine kurze Farbprobe an Innensaum, Innennaht und dann arbeiten sie wie die Reinigung, die sündhaft viel Geld für eine Reinigungsaktion nimmt. Hier sieht man noch mal das Beispiel mit der Weißwäsche. Make-up, ne? Deo-Ränder. Wir reden einfach von verkrauten Textilien. Und wenn sich jemand reingesetzt hat, ne? Unterwegs, oh, guck mal. Also das ist ja wirklich normalerweise. In dieser Nahaufnahme ist es unglaublich. Ja. Ja? Weißt du, was wir noch machen? Ein klein bisschen Tinte. Oh, genau, Gott, da ja? ist der Füllfederhalter so vielleicht ausgelaufen. Normalerweise. Der Herr im Jackett hatte, ne? Oder? Genau, die Kinder haben Filzstifte geschenkt bekommen und schon ist das komplette Problem. Da. Sie nehmen sich einen Lappen in Handtuchzipfel, ne, vorzugsweise eine weiße Baumwolle. Dann machen Sie das feucht mit schönem warmem Wasser. Die Creme, eine halbe bis erbsengroße Stück, verteilen Sie hier drinnen. So, und jetzt unterscheidet Pasta Clean von allen anderen Reinigern aus dem Supermarkt, weil da muss man jedes Ding einzeln kaufen. Ja? Genau. Und untereinander kann man das nicht mischen. Und aber oftmals weiß man ja auch gar nicht, was war denn das jetzt für ein Fleck? Ne? Was haben wir denn da jetzt gehabt? Genau, und dann macht man, wie die Profis, an Innensaum, Innennaht. Ne? Kurz ein Farbtest. Genau. Ne? Das Gewebe farbfest. So, und jetzt, Katja, jetzt kommt das Phänomenale. Schau dir das mal an. Suppe, Soße, Wein, Bier, völlig egal. So, und das hat jetzt so viel Geld gespart, also mit einem einzigen Fleck. Und da kannst du so porentief gucken, das ist unglaublich. Jetzt spült man das ein kleines bisschen mit Wasser nach. Ja. Und der Schaden ist wirklich einwandfrei, rand- und kranzlos sozusagen behoben. Und eine ganz liebe Mitarbeiterin hat gesagt, Carina, mir ist eine rote Socke in die Wäsche gefallen. Ja? Genau. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich gebe jetzt mal in die Weißwäsche eine rote Socke. Und bist du mal so lieb und gibst mir das Stück Gardine? Ja, natürlich. So, und das ist jetzt mal unsere Gardine. Total verfärbt. Ihre Unterwäsche. Ja? Genau. So, holst du raus, das kostet wirklich so viel Geld. Und normalerweise nimmt man Chlor, zerstört aber das Gewebe. Genau. Unsere Tube können Sie Samt, Seide machen, Holz, Leder, Papier und natürlich auch Ihre Wäsche weiß. So, und da geben Sie eine Vierteltube in die Trommel rein, Waschmittel dazu und los geht's. Dann ist der Schaden einwandfrei, rand- und kranzlos, für immer behoben. Guck dir das mal an, ja. Oder Sie nehmen diese Lösung und machen Ihr Teppichboden sauber, Ihr Autositz, weil hier ist die Wirkkraft komplett drin. Wir super sparen ja sämtliche Fleckenmittel. Da gibt es ja im Supermarkt Rostlöser, ne, für Blut, für Eiweiß, für Obst, für was auch immer. Völlig egal. Die Tube hat ein Patent und das auf der ganzen Welt. Eine geprüfte Qualität vom Büro Veritas. Das ist ein weltweit tätiges Prüflabor. Und wir haben einen Schmutzkapsler, Blut, Eiweißlöser, einen Fettspalter, einen Farbkapsler da und patentiert. Das wird 5 Jahre lang geprüft, ob irgendjemand Ähnliches kann wie Pasta Clean. Nein, sonst hätten wir kein Patent bekommen. Und hier sieht man noch mal den Filzmaler, Schokolade, Beerenfrüchte zum Beispiel, ne, Schokosoße, spielt gar keine Rolle. Das ist ein Multifleckenlöser fürs komplette Haus, für Teppiche, Polster, Autositze. Und da noch ein ganz kleinen Tipp an die Herren, Damen, die vielleicht ein Leasingfahrzeug haben und sagen, Mensch, ich will das aufwerten. Ja. Ne, sonst kostet das mich so viel Geld. Nee, das geht tippitoppi wieder zurück. Und das ist eine Wertsteigerung. Das ist zum Beispiel bares Geld. Irgendwas auf die Schuhe getropft, ne, beim letzten Fest, beim Weihnachtsmarkt. Die Herren oder auch die autobegeisterten Damen, sie machen damit die Alufelgen. Die Felgen im Allgemeinen Teer vom Autolack. Und keine Sorge, die Tube greift nichts an. Die ist dermatologisch getestet. So, und das ist natürlich für alle, die handwerklich was machen, Kfz-Mechaniker, super, Floristen, Gärtner oder Köche, ein wahrer Segen für die Hände. Und dieser Pulli, das ist mein privater Pulli und das ist eine Brombeere. Normal
normalerweise wird jetzt jeder zu Hause die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Mensch, das geht nie wieder raus. Genau. Jetzt nehmen wir unseren Lappen, unser Handtuchzippel, machen das gut feucht, richtig schönes, warmes Wasser. Mhm. Und bitte dran denken, alle Flecken, die schon mal gewaschen, gebügelt, gekocht sind, bitte bei der Temperatur rausmachen, wo Sie sie reingewaschen haben. Ja? Okay, also, das steht übrigens genau, drin, ist natürlich in der Bedienungsanleitung, die liegt jeder Tube dabei. Genau. Sieht man das natürlich auch. Farbtest gemacht. Mhm. So, und jetzt gehen wir drüber und es ist nur Tupfen. Ja? So, und das ist doch phänomenal. In der Kürze der Zeit haben wir hier den Pulli gerettet. Ja? Das hat es doch so noch nirgendwo gegeben. Da müsst ihr ja mal im Supermarkt ewig gucken und dann geht es nicht für Wolle, nicht für Samt, nicht für Seide, für nichts eigentlich. Ne? Genau. So, und jetzt haben wir aber unsere Tube. So, und jetzt gehen wir noch eins weiter. Mhm. Wir haben ja hier noch die Fleckchen in der Jeans. Hier unten total eingetrocknetes Jod und hier oben unseren Brombeerfleck. Ich gehe mal drüber, jetzt sieht man eins. Der Fleck wird heller und gleich ist er verschwunden. Das bedeutet, Katja, ich zeige ja verschiedene Flecken. Ne? Ja. Es gibt Flecken, die gehen in einer Sekunde und es gibt Flecken, die dauern ein halbes Minütchen. So, und dann drehst du dich rum und dann ist der Fleck komplett verschwunden und darum geht's. Suppe, Soße, Wein, Bier, Kaffee, Tee, Kakao, Blut, Öle, Fette, Rost, Stock, Harze, völlig egal.